Hallo liebe Zuschauer, ja, ich ging sehr enttäuscht von einfach, ja, dem Spiel ein bisschen ins Bett und bin dann früh wieder aufgestanden und habe dann gesagt, ja, mache ich halt einen anderen Charakter, einer, der gut farmen kann und auch relativ schnell auch sehr beliebt wird in den Reichsschlachten, weil ich merke es immer mehr. Die Spieler wollen halt die Schwachen nicht beschützen und naja, es ist halt so ein Riesen-Ego sozusagen. Die Besten, die kommen, ja, die besten Sachen über und so. Also, ja. Ich kann einfach zu wenig EP ohne viele Verluste farmen in den Reichsschlachten momentan noch. Und Items habe ich ja auch alle unter aller Sau. Und deshalb, ja, macht zwar überhaupt gerade keinen Spaß, nochmals einen Charakter aufzubauen. Aber, nun gut. Es ist sicher mein, keine Ahnung wie viel, aber fast in jedem Let's Play habe ich schon einen gemacht. Jetzt im Let's Show mache ich einen. Ja. Also mindestens 5. Wenn nicht mehr. Und ja, gefarmt habe ich so ein bisschen. Einfach mal testen, wie viel man so farmt. So farmen kann am Anfang. Ohne Sinn und Zweck. Und ja. Jetzt ist 5 Uhr morgens. Und ich bin im Let's Play. Was für ein Suchti. Gut. Also. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also momentan spawnen die Gegner gar nichts mehr. Ich habe 2 Magierstäbe gefunden. Einen konnte ich mal aufbewahren, um dann ihm den Bäsche geben zu können, dann später. Und der andere war unter aller Sau, den habe ich verkauft. Und dann habe ich Wölfe, irgendwie 343 Wölfe muss ich besiegen. Irgendwie tollwütiger schwarzer Wolf oder so etwas. Oh Gott. Und ja. Ich habe nebenbei ein bisschen in den Foren herumge... Was ist denn hier los? Guten Tag. Darf ich mal wissen, was hier los ist? Beim Warmaster handeln. Man bekommt einen Warmaster Ross. Der ist neu hier, hä? Irgendwie ein Vorteil, also ein Tag heute oder so etwas. What? Regenerationstrank beim Ausruhen, wer braucht das schon? So, aber ich muss. Wo muss ich hin? Da hinten. Gut. Gehen wir mal dorthin. Also, ihr dürft jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr genau sehen wollt. Was sich auch natürlich für mich lohnt. Ich werde einfach den Beschwör nebenbei recht gut farmen, leveln und so. Aber ich kann nicht so viel investieren. Vor allem auch wegen der Langeweile, die ich momentan habe. Alle machen irgendwelche Depri-Stimmung. Hier auf dem Server hocken nur herum. Ja, außer dieser Spanier, der mich geholfen hat. Ja, im Let's Play geht es halt auch nicht so gut. Weil ich
zwar Aufruf bekommen, aber irgendwie keine Kommentare, außer irgendwelche immer gleiche Leute, die sagen, ja, voll toll, aber nicht liken und so weiter. Und ja. Andere Spiele machen einfach 1000 Mal mehr Spaß. Das ist einfach nur mal so. Aber es gibt keine MMORPGs, die richtig lohnenswert sind, weil schaut euch mal Champions of Regnum an. Die Spieler haben, die Entwickler haben den Spieler immer mehr Hindernisse in den Weg gelegt, damit sie Sim ausgeben müssen, also Geld ausgeben müssen. Und da sieht man schon mal diese Frechheit von Leuten, die geldsüchtig sind. Es ist auch im Fußball so, es ist auch im Büro so, überall ist nur noch Geldsucht im Gange. Und ich lebe seit 30 Jahren in argster Armut und habe noch nie etwas von Geldsucht gehört oder gewollt oder sonst irgendwas. Und ja, was Geld eigentlich aus einem macht, ist Wahnsinn. So, wir brauchen Beschwörer unbedingt. Den Dämon, ja, machen wir den Imp auch. Und? Nö, den nicht. Müssen wir noch warten bis materielle Bindung, dann hat man sie mehr Leben. Ja, Zombies mag ich nicht so. Müssen wir recht schnell zum Golem kommen. Ja, die Leiche habe ich auch noch nie verwendet. Auch weil sie so spät nutzbar ist. Und hier ist ja Defensive, da brauche ich eigentlich nichts. Die ganze Zeit buffen ist im Farm nicht so nützlich. Ja, magische Barriere. Körperliche Wand heiligt um Zufluchtsstätte. Heiligtum ist nur für mich selber. Oder weil er steht. Ich bin für alle. Weil den habe ich auch manchmal bekommen. Stahlhaut. Wieso physisch? So viel physisch, ey Gott. Ja, Einsicht. Ich wollte hier auf Intelligenz. Da Intelligenz, aber das kann ich noch nicht. Energiebarriere, stimmt. Und dann Genau, ehrgeizige Opferung. So, Mana-Pool natürlich dann. Mana-Pylon, magische Barriere ist das. Okay. Ja, sonst habe ich nichts mehr. Hä? Also, dann nehmen wir mal Arcanes Geschoss und Feuerbrunst. Barriere kann ich auch hier rein tun. So, Selbstheilung. Mache ich das so. So und so. Gut. Ja, und dann gehe ich zu den Imps, zu den Wieselfarmen. Und mache die Quest einfach später. Jo. Also, winziges. Sind es die winzigen? Denke schon. Lol. Bulkatus noch stirbt fast. Oh Gott. Der Bulkatus.
Ist das auch hier? Ein Diablo-Fan. So. Aber wir benutzen, genau. Nein. Falscher Knopf. Stirb. Leute, ist dunkel. Ich dachte, der wäre rot. Das ist jetzt nur wegen dem Licht. Gut, danke schön, dass wir keine haben mehr. Was? Hola, guapos. Hallo, guapos. Guten Morgen. Guapos, gut. Nein. Keine Ahnung. Also gehen wir runter. Hier ist nämlich nicht viel los. Keine Marte mehr. Wiesel. Ach, die Werwölfe. Es gab wirklich mal eine Zeit, so ungefähr vor 5 Jahren, da wollten die Entwickler Geld verdienen wieder mal ein bisschen. Und haben einfach alles genervt. Also jeder Drop weniger gemacht und Bosse schwer und so weiter, damit die Leute Xim wieder ausgeben. Und ja, scheinbar hat es denen nicht so gut getan, haben dann gesagt, ja, sie wollen wieder Content Patch bringen und alles mögliche, damit sie die Spiel wieder anlocken wollen, die so extrem vertrieben wurden. Und die kamen scheinbar nie mehr. Es wurde ja nicht mehr. Also Valhalla ist tot. Heaven ist tot. Na gut. Also wirklich Daumen nach oben für alle Zocker, die noch dranbleiben und so. Und vor allem dann die seit der Closed Beta dabei waren und alles mitgemacht haben. Und jo. Also in der Closed Beta, ja, das war richtig ein Hype, das Spiel zu spielen, weil es waren unbekannte Entwickler, sie haben nicht viel angekündigt und so, und dann plötzlich war das Spiel eigentlich recht gut. Es kamen recht viele Videos auf YouTube und so weiter und ja, es hielt länger als zum Beispiel Rappels und Fliff. Metin 2 war noch auch so ein langlebiges MMORPG. Und andere Spiele sind noch da. Nicht mal in die Open Beta gekommen. Die wurden einfach wieder weg. Kamen nie nach Europa. Jo. Und ich droppe irgendwie gar nichts. Tja. Also, machen wir mal die da. Also ich spiele nicht gern mit Beschwörungen, aber scheinbar sind sie ja die besten. Für den Beschwörer. Nicht Zauber. Ah, die gehen immer wieder weg, stimmt. Darum habe ich sie auch nicht so gern. Das hat ja gar keine Reichweite. Setze ich das gar nicht ein. Nur im Nahkampf. Oh Gott. War keine Mana mehr. Später kann man, glaube ich, unendlich leveln mit Mana Pool und so. Ist nicht. Schauen wir mal dann, wie es gut geht.
Ich habe mich nicht mehr so cool, also ich erinnere mich nicht mehr so gut ans letzte Let's Play. Aber er war auch relativ schwach dann, weil er es ihm einfach an Schaden mangelt. Also ich werde sicher heute Abend nochmals aufnehmen, dem dem Schützen und nebenbei einfach leveln. Was machst du? Ach, du greifst an, weil ich ihn anvisiert habe. Wow, sehr gut gemacht, Spieler. Hauen wir ab. Wir müssen ihn beschützen, den armen Teufel. Wir müssen ihn beschützen. Komm mit. Hauen wir ab. Ja, zisch ab. Zisch ab, mein kleiner Teufel. Mein Satansbraten. Es ist sowas von passiv langweilig. Von der Passivität dieses Spiel. Wieso ist das Spiel nicht aktiver? Wieso muss man nicht irgendwie in Zeitraffer die Knöpfe drücken und ja, soll einfach alles ein bisschen actiongeladener sein. Soll zum Beispiel, ja, wenn man jetzt das, wenn man jetzt den Arkangeschoss nicht rechtzeitig benutzt, macht er wenig Schaden oder gar keinen Schaden, weil er zu nah, weil er gar nicht fliegen kann, sozusagen. Ja, was ist mit dem Lupin? Na, der wäre sicher. Ja, wow. Ein Beschwörer, ein Beschwörer. Gut. Hätte ich nicht gebraucht, aber Dankeschön für dich. Du hast dich sicher sehr wertvoll gefühlt. Na gut, und jetzt habe ich zwar wieder Mana, aber keine Gegner. Ja, der Heil. Oh, Mann. Die tun mir wieder die Gegner weg. Mal klar, wahrscheinlich. Nun gut. Also, das haben wir jetzt. 15. Ja. Machen wir 20 Minuten Part. Ja, nicht ganz 20 Minuten Part. Aber ihr seht jetzt mal, dass ich halt auch Probleme habe mit diesem Spiel. Nicht nur Leute, die halt das Spiel spielen und dann auch gar nicht ankommen oder so. Ja, das Spiel ist unfair gegen Leute, die es nicht bezahlen. Das Spiel ist unfair gegen Low-Levelige in der Kriegszone. Das Spiel ist unfair gegen Leveler in der Kriegszone. Das Spiel ist unfair gegen deutsche Spieler, weil es in RA ist. Nein, aber ja. Das Spiel ist unfair, sozusagen. Nun gut. Ich spiele es jetzt momentan auch, weil ich kein anderes MMORPG finde, das besser und motivierender ist, außer Tezo. Ich könnte World of Warcraft kaufen, aber ihr wisst, wie arm ich bin. Ich bin ein armer Schlucker. Und sonst, keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare, was ich sehen wollt. Nebenbei, also ich werde sicher immer wieder Parts für, von Regnum zeigen. Bis es dann wirklich gar nicht mehr geht, weil, ja. Ich muss ja auch immer alles alleine machen. Hab niemand, der, ja. Dann habe ich es ja auch manchmal in die Kommentare geschrieben, dass ich Bodyguard suche und so. Weil du kannst es nicht einfach das Spiel genießen. Du wirst eigentlich immer von Spielern angegriffen, die meinen, ja, das machen Jäger. Oder das machen Barbaren. Nein. Das ganze Spiel ist dann falsch durchdacht. Und, ja. Ich müsste mal mit den Entwicklern reden, so richtig.
So, ich bin der Moderator und ihr seid die Opfer und ich mache jetzt das, was ihr genau nicht wollt, nämlich gut sein. Ja. Genau. Naja. Ich entwickle einfach Regnum 2. Genau. Und verkaufe es im Schwarzmarkt. Nein, nein. Ja, ich bin ein armer Schlucker. Ich muss auf dem Schwarzmarkt einkaufen. Leider ist es so. Darknet. Aber ihr wisst ja, dass ich ein gutmütiger Mensch bin und das nicht mache. Und ihr hoffentlich auch nicht. Oh, schauen wir die 2000 Items, die Super Items an, die der Donator hier handelt, ausstellt, aufprallt. Boah. 13 Magneten. Das muss jeder haben. Es wird einmal, glaube ich, kurz um die Insel reist, also um die, um Alcius reist. Hast du 13. Dafür musst du nicht viel Geld ausgeben. Gracias. Gut, also Dankeschön fürs Schauen. Ich mache den Part wieder länger, als ich möchte. Ich habe ja gesagt, ich mache ein bisschen kürzer, weil nicht so viel los ist. Und wenn es sich jetzt wirklich lohnt, das Spiel mir auch Motivation macht oder mehr Mitspiel habe oder einfach begleite und so weiter, dann mache ich natürlich noch längere Parts. Aber es muss sich lohnen. Momentan lohnt es sich von den Aufrufen her gut, aber vom Spielspaß überhaupt nicht. Ja. Und es muss noch ein bisschen besser werden. Keine Ahnung. Eben. Durch Mitspieler. Bei MMORPGs hat man mit Mitspielern meistens Spaß. Und manche Leute wollen das irgendwie nicht sehen, sind dann extrem depri. Und ja. Alle Spiele, die MMORPGs spielen, sollten so ein bisschen auf andere Mitspieler schauen und nicht so egoistisch sein. Das wäre gut, das würde den MMORPGs auch wieder besser machen. Scheinbar ist ja alles nicht mehr so gut. Naja, also ich danke, ja, ich bedanke mich bei euch und jo, schreibt unten in die Kommentare, was ihr genau davon hält und alles mögliche, ich beantworte es, also eben sinnlose Antworten. Und Sachen, die sowieso nicht erscheinen, weil sie im Spam-Filter landen. Ich tue viele Spam-Sachen sogar wieder freischalten. Aber wenn da steht irgendwas wie, ja, schaut man sich das Video an, voll krass, dann ist es Werbung und dann mache ich es nicht, oder? Nun gut. Und abonniert meinen Kanal. Ja, auf Wiedersehen, danke und tschüss.